Willkommen zum neuen Song von BHZ und diesmal kommen wir endlich zu jemandem, den ich, also ich würde jetzt einfach mal behaupten, irgendwie noch gar nicht so richtig gehört habe. Also zumindest jetzt nicht bewusst. Ich habe letztes Mal gefragt, wer so die Favorites bei BHZ sind. Ey, das ist ja, ne, Meinungen gehen schon stark auseinander. Ich bin ja so einer, ich finde ja Big Pat immer noch geil, so, aber hat man halt auch lange nichts mehr von gehört, ne. Ian Miles ist natürlich hart gerade im Fokus, so. Longus Mongus natürlich auch. Monk, ja, aber Dead Dog. Also ich kann mich ja absolut an gar keinen Song erinnern, wo er dabei war. Deswegen, für mich ist es gerade, glaube ich, relativ eine Überraschung. Block, produziert von Mod B. Okay. Mixmaster natürlich Samuel, der macht ja alles von BHZ. Silk Rock haben das Video gemacht, soweit es aussieht. Okay, dann würde ich sagen, rein da. Ich habe keine Ahnung, was auf uns zukommt, ne? Blogge. Don Queso. Er nimmt einen Vorschlaghammer mit. Sie fand den Vorschlag Hammer. Ja, ich lass es zu, doch ich wär lieber allein. Ich lass Liebe in mein Blog rein. Ich dachte erst, Jan Kaffer, ne? Ja, sie will wieder in mein Kopf rein. Ich lass es zu, doch ich wär lieber allein. Sie will wieder in mein Kopf rein. Ich lass es zu, doch ich wär lieber allein. Sie lässt Liebe in ihren Block rein. Sie lässt es zu, doch sie wär lieber allein. Ich lass Liebe in mein Block rein. Ich lass es zu, doch ich wär lieber allein. Boah, ich weiß ganz genau, welche Zuhörer sowas feiern. Natürlich die von Icke, ne? Also würde ich jetzt mal behaupten, oder? Die ist halt hart Geschmackssache, ne? Ey, ich kann damit gar nichts anfangen. Also wirklich gar nichts, so. Nee, bis jetzt noch nicht. Ich denke, es ist eine Gewöhnungssache. Ja, aber muss man sich an etwas gewöhnen, was einem nicht direkt gefällt? Also, ja klar, also an sich ist es eine gute Einstellung fürs Leben, so, ne? Alles, was einem nicht gefällt, zumindest wenigstens auszuprobieren und wenigstens mal zu gucken, ne, so, ob es mit der Zeit vielleicht was ist. Aber ich finde, bei Musik ist so, da bin ich nicht so der Mensch, glaube ich, für. Also ich höre zwar immer gerne rein und alles und so weiter, aber, ja, dran gewöhnen. Also ich werde den Song jetzt nicht 10-mal hören, bis es mir dann vielleicht irgendwann gefällt. Ich glaube eher nicht. Aber das Video ist nice. Sie sieht dich jeden Tag, du wirst super gerne schwarz. Du fühlst, dass sie dich mag, okay, dann mach mir nicht mehr nach. Jeder Tag ein neuer Tag, jedes Mal ein neues. Ist das ein WhatsApp-Geräusch? Jeder Tag ein neuer Tag, jedes Mal ein neues Jahr. Das ist Webbrowser-WhatsApp-Geräusch, Mann. Ich wach nie wieder auf, ich zieh die Scheiße mit ins Grab. Wenn du willst, dass ich dich mag, mal mir Bilder an die Wand. Dunkelheitsteppich in meinem Kopf und in meinem Glas. Ich hab einen Koffer voller Gras, ich pass auf Gott auf in meinem Schlaf. Ich hab mich auch erschrocken. Ich dachte, ich hätte WhatsApp die ganze Zeit offen, Mann. Ich zieh wieder irgendeinen Offer in meinem Kopf, ich schwör auf Gott. Ich hab einen Koffer voller Gras, ich pass auf Gott auf in meinem Schlaf. Ich lass sie wieder irgendeinen Offer in meinem Kopf, ich schwör auf Gott. Sie will wieder in meinen Kopf rein. Ich lass es so, doch ich wär lieber allein. Sie will. Nee, gefällt mir nicht, leider. Ist nicht meins. Also. Ich muss sagen, bei Jan Kaffer, Kütschel, Gefendi, das war auch so eine Reise. Ja? Also ich habe immer sehr viel Spaß an denen gehabt, also an diesem Gesamtkonzept, an diesem ganzen Ding so. Aber mehr oder weniger, ich glaube, es gibt vielleicht einen Song oder so, den ich noch ein bisschen privat gehört habe. Aber jetzt auch nicht so oft. Also egal, wie oft ich sowas versuche, es ist nicht meins bisher, ne? Es ist nicht meins. Und das muss ich hier auch sagen, es ist nicht wieder meins. Aber ist ja okay. Ist ja okay. Rein. Ich lass es zu, doch ich wär lieber allein. Sie lässt Liebe in ihren Block rein. Sie lässt es zu.
Ich finde halt einfach, es klingt nicht schön. Also gar nicht, ne, respektlos oder so gemeint, ne? Es klingt einfach für mich in meinem Kopf einfach nicht schön. So, ich glaube, wie gesagt, das soll jeder für sich entscheiden. Aber das Video ist schön. Das Video ist schön. Macht er jetzt noch irgendwas kaputt mit dem Vorschlag? Das ist ja lieber allein, ich das gebe in mein Block rein. Ich lass es zu, doch ich wär lieber allein. Das ist das Herz. Aber auch so schwarz-weiß ist echt schön. Das ist einfach das Herz. Ich glaube, da muss man anders rangehen, um die Kunst dahinter zu checken, so. Aber ich glaube, ich bin nicht auf dem Film gerade. Nee. Boah, keine Ahnung, nee. Meins ist es leider nicht. Meins ist es leider nicht. Jetzt müsste man Sick mit Ausdruckstanz auskennen. Ja, ich weiß, was du meinst, so. Ich habe auf jeden Fall Respekt vor der Kunst, ne? Wie gesagt, es wird auch auf jeden Fall Hörer geben, die es feiern. Aber es wird natürlich auch Leute wie mich geben, die es halt wahrscheinlich nicht so fühlen. Und diesen direkten Vergleich, ne? Zwischen Kaffer und Küçük Efendi und jetzt das Ding von Dead Dog. Also ich finde Young Kaffer, Küçük Efendi da bei weitem interessanter, ne? Also wenn man da jetzt mal nochmal reinhört. An Liebe kann man sich nicht rächen. Das hat irgendwie was, finde ich. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass das so meins ist, wo ich privat komplett drauf abgehe oder so. Aber wenn ich so entscheiden müsste, glaube ich, würde ich eher dann so Richtung Ecke gehen.